Glaube mir, es hat keinen Sinn. Hui, ich kann springen. Es hat keinen Sinn, yay. Ich kriege dich, weil ich bin Megaspringer. Megaspringer. Der kann echt gekonnt hier meinen Dingern ausweichen, ne? Das ist wow. Einfach nur wow. Na komm, stirb. Elendig, triff mal ordentlich hier. Geht doch. Niemand kann sich meinem Zorn widersetzen. Für Sparta oder so ähnlich. Ne? Wenn schon, denn schon. So, jetzt nochmal eben ganz fix gucken hier bei... bei wo es wie heißt, alte Mine. Und jo, wenn da jetzt nichts Spannendes ist, dann machen wir halt schnell einen Teleport hier ins neue Lager. Guck mal hier Minecrawler-Platten und sonst geht's halt in die freie Mine zum Odumulo abholen. Wir haben jetzt alle Teile gesammelt. Müssen wir eigentlich nur noch, ne, eben schnell alles zusammenbauen lassen. Hängt da wahrscheinlich alles so an der Reihe, ne, an so einem seidenen Faden und nennt das dann Odumulo. Na gut, das ist ein Ork-Gegenstand, was wir mal erwarten, aber trotzdem. Wenn die Orks dann sehen, oh, Mammut ist Freund, nicht Feind. Dann freuen die sich auch um Keks. Ich weiß gar nicht, ob es da hinten noch irgendwo weitergeht, da die Straße. Oder ob da wirklich nur eine Sackgasse ist. Ach nee, da ist sowieso Berge. Und danach kommt dann die Barriere, die einen töten will. So. Schauen wir mal, die überflutete Mine. Wie überflutet ist sie denn? Die ist auf jeden Fall jetzt geschlossen. Wir haben geschlossen. Kommen Sie wieder um 2 Uhr morgens. Was haben wir da? Winde klemmt. Okay. Du würdest wahrscheinlich das Tor bedienen oder sowas. Na gut, dann weiß ich Bescheid. Versuch war es wert. Aber eigentlich auch eher nicht so. Gut, dann nicht Sumpflager, sondern Wassermagier. Ich brauche Mana. Mr. Mana, Mana. Lalalala. Hier. Immer so einen fetten Trank. Der gibt mir zwar viel zu viel Mana, aber hey, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? So, auf zu den Wassermagiern! Was? Hast du mit Xardas gesprochen? Ja, habe ich. Die ganze Sache ist anders, als du denkst. Ja, habe ich. Nun was? Naja. Ja. Die ganze Sache ist anders, als du denkst. Was heißt anders? Er muss einen Weg finden, wie wir den Erzhaufen sprengen können. Der Erzhaufen, ist mittlerweile sehr groß. Suche Xardas, er muss uns helfen. Okay, gut. Also, er traut sich nicht, ihm hier zu sagen, hey Mensch, ne? Xardas hat da was anderes im Sinn. Und wir arbeiten für Xardas. Das ist halt das Schlimme. So, jetzt aber eben schnell zu, ich glaube, er hieß Wolf, ne? Der, dem wir die Platten geben sollten. Hallo? Da. Ich habe jede Menge dieser Minecrawler-Panzerplatten. Ich habe jede Menge dieser Minecrawler-Panzerplatten eingesammelt. Fantastisch. Ich werde mich gleich an die Arbeit machen. Wie lange wirst du dafür brauchen? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Das ist eine komplette Neuentwicklung, Mann. Schau einfach ab und zu bei mir rein, wenn du in der Nähe bist. Okay. Gut, dann suche ich mir jetzt mal eben schnell ein Plätzchen zum Pennen oder sowas. Einmal speichern. Bevor hier irgendwie voll aggro ist, dass ich bei ihm penne. Das muss ja auch nicht sein. Da ist ein Bett. Da ist ein Bett. Leg dich mal hin. Ei, leg dich hin. Das stört dir ja nicht. Ich bin ja ein angesehener Wassermagier. Hier, bis zum nächsten Morgen. Lass dich erstmal abwarten. Die sind wenigstens nicht gleich aggro, wenn ich ihr Haus betrete. So wie manch andere Personen. Ne?
Ich will ja niemanden im alten Lager angucken. So, Wolf, wie sieht's aus? Bist du fertig? Hallo? Da. Wie war... Hier, ich habe einige der Minecrawler-Panzerplatten eingesammelt. Zu wenig. Das reicht nicht für eine... Bring mir mehr von diesen... Oh ja. Wie weit bist du mit der Rüstung? Dauert noch, Mann. Diese Platten sind verdammt harter Tobak. Ich habe noch keinen Weg gefunden, sie aneinander zu befestigen. Gib mir noch etwas Zeit. Ich bekomme das schon hin. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Okay, gut. Pennen wir einfach noch ein paar Tage. Ne, der Ork in den Minen, der versauert da schon ruhig. Das ist okay. Ne? Kann man ja mal eben schnell machen hier. Aber hier pennen. Zack. Bis zum nächsten Morgen. Ich weiß gar nicht, ob das zeitlich wirklich so bedingt ist oder ob das, sag schon, einen anderen Hintergrund hat oder sowas. Ich weiß es nicht. Nochmal bis zum nächsten Morgen. Und einen Tag schlafen wir noch ruhig. So. Und dann fragen wir den Wolf nochmal, hey Mensch, wie weit ist er denn? Ja, nachdem ich 3 Tage lang durchgeschlafen habe. Was für eine Zeitverschwendung, ich weiß, gut, aber... Das kann schon sein. Ja, ja, gut, das kann schon sein. Ich finde diese Gespräche so, diese nichtssagenden Gespräche untereinander wirklich manchmal echt Tüfte. So, Rüstung? Wie weit bist du mit der Rüstung? Dauert noch, Mann. Gib mir noch etwas... Ich glaube da wirklich, dass es mit was anderem zusammenhängt. So questmäßig oder so. Wahrscheinlich hast du recht. Okay. Dann jetzt aber eben schnell in die Mine und das Ulumulo abholen. Und danach, ja, ne, mal gucken. Wir müssen ja dann in das Orkdorf. Und dann wiederum... dort in den Tempel mit dem Schläfer oder so, ne? Irgendwie sowas in der Richtung. Ja, ja, so ist das. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Dauert ja jetzt auch wieder nur eine halbe Ewigkeit, bis wir in der Freimine mal ankommen. Ich meine, ich bin schon froh, dass wir überhaupt so ein paar Shortcuts haben, ne? Hier so die paar Runen, die wir haben, um möglichst schnell halt von A nach B zu kommen. Aber... so viel bringt das ja dann teilweise dann doch nicht. Ja, da ist halt wirklich sowas, weißt du, da wünscht man sich halt so heutzutage als Gamer dann so diese Skyrim-Schnellreisepunkte dann schon so ein bisschen, wo du wirklich an jeden Ort dann irgendwie so ein bisschen hin teleportieren kannst. Das hat dann manchmal schon so seine kleinen Vorteile. Muss man ja wirklich mal gestehen. Ja. Man wird halt wirklich sehr, sehr leicht verwöhnt heutzutage. Viele, der Casual Gamer nennt man das ja teilweise schon, ne, so Leute, die so ein Spiel wie Ghost quasi anfangen und dann halt darüber abkotzen, dass sie halt so lange laufen müssen und deswegen halt das Spiel dann irgendwie nicht weiterspielen, weil sie dann denken, ja, oder halt wirklich der Meinung sind, ja, das Spiel ist für mich unspielbar, man muss da so viel laufen. Dann solltest du kein Spiel spielen. Sorry, aber ist so. Ist wirklich so. Meines Erachtens nach. So, jetzt wieder rein in die Mine. Solange gar nicht wieder irgendwie ausrastet. Hey, willst du schon schreiben, wenn wir anfangen? Ne? So. Ich überlege, ob ich hier runtergehe, ob das kürzer ist. Ich weiß es aber auch nicht. Ich probiere es mal aus. Hier gleich mal fallen lassen. So, einfach mal hier durch. Dann kommen wir ja quasi hinter dem Ork dann irgendwo raus. Theoretisch. Praktisch auch. Lalala. Lalala. So. Nein. Oh, das war knapp. Da hätte ich fast Fallschaden kassiert. Oder wäre wieder. Hätte er wieder einen fetten Bauchklatscher gemacht oder sowas. Ich kenne mich da ja schon.
Komm hoch da. So, hier auch nochmal. Hier nochmal fett Klimmzug. Und dann haben wir schon den Ork. Hallo Ork. Ja, ich habe alle Teile. Steh mal auf da, genau. Du hängst mir im Gesicht. Du sprichst unsere Sprache? Du sprichst unsere Sprache. Tarok schon lange Sklave von Menschen. Tarok gut zuhören. Ah ja. Ich habe die Teile. Ich habe alle Teile für das Ulu-Modo zusammen. Fremder sein starker Krieger. Geben Teile. Tarok machen Ulu-Mulu. Hier. Fremder tragen Ulu-Mulu mit Stolz. Tarok jetzt schlafen. Okay, dann schlaf du für die Ewigkeit. Ist mir doch Latte. Wo ist jetzt das Ulu-Mulu? Ist nicht das hier, ne? Ist das irgendwie eine Waffe oder etwas in der Richtung? Ulu-Mulu. Schaden 35, benötigte Stärke 30, Wert 1000. Das Ulu-Mulu ist ein Zeichen großer Stärke und Würde. Der Träger dieser Standarte hat vor Orks nichts zu befürchten. Okay, okay. Warum gehe ich jetzt eigentlich hier lang? Ich kann doch einfach den anderen Weg wieder zurückgehen. Es war jetzt auch wieder eine kleine Kletterei, aber hey. So. Das heißt, wir können jetzt in das Orkdorf. Unsere Mission ist ja jetzt halt auch Verband der Ork-Schamane. Achso, zu Zardas muss ich auch noch zurück. Okay. Dann mache ich das mal. Geht ja fix, bestimmt, vielleicht. Na, mal gucken. Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll, oder ich zu Zardas soll, aus Gründen. Aber, naja, wenn die Quest das von mir verlangt, gibt vielleicht wieder ein paar Erfahrungspunkte oder so. Ich meine, wir haben jetzt erst wieder ein Level-Up. Jetzt können wir theoretisch die Stärke hier über 100 skillen. Ach, mal gucken. Erstmal hier hochklettern wieder. So, warte. Eine dieser Leitern sollst du bitte nehmen, danke. Ich glaube, ich schaff's. Und der hängt da jetzt fest, ne? Nee, er wird tatsächlich ein Stückchen weiter hoch teleportiert, damit er da oben auf der Plattform rumhängt. Ist ja ein Traum. Oh, sei leicht, der Armbrust übersehen. Ja, ne? Hey, was machst du schon wieder hier? Hallo! Ich bin aber weg, ne? Dachte, er will draußen warten und sicher gehen, dass hier nichts mehr reinkommt. Eine interessante Ork-Standarte, die du da hast. Stammt sie von dem befreiten Ork-Sklaven in der Mine? Es ist ein orkisches Symbol für Freundschaft. Ich will damit die Stadt der Orks betreten. Ich hoffe für dich, die Orks respektieren dieses Etwas. Ich hoffe auch. Bis später. So. Kapitel 5. Die Hüter des Portals. Yay, Hüter. Wir nehmen mal kurz hier den Teleport zum Dämonenbeschwörer des Todes. Und dann fragen wir mal Zardas, hey Mensch, wie sieht's denn aus? Hey, ich hab gehört, ich soll mit dir reden. Hey. Ich hab gehört, dass ich das gehört hab. Ne, so das Übliche. So, wo ist er denn? Da ist er. Hallöchen. Ich suche kein magisches Wissen. Ich habe die Antworten vom Ork-Schaman. Ich habe mir die Antworten vom Ork-Schamanen geholt. 1000 Erfahrungspunkte. Dann berichte. Die 5 Ork-Schamanen, die den Schläfer riefen, erbauten ihm einen unterirdischen Tempel, dessen Zugang in der Ork-Stadt liegt. Das ist richtig. Undankbarerweise entriss er ihnen ihre Herzen und verfluchte sie und die Arbeiter zu ewigem Untotendasein. Sehr gut, sehr gut. Die Orks verschlossen den Tempel und bringen ihm seitdem Opfer, um ihn zu besänftigen. Hast du einen Weg gefunden, wie du in den Tempel gelangst? Oh, natürlich. Ja, es gibt da einen Ork, der... Keine Einzelheiten. Begib dich zum unterirdischen Tempel. Dort
wirst du den einzigen Weg finden, die Barriere zu zerstören. Ich verstehe nicht. War es nicht die Zerstörung der Barriere, weswegen du mich aufgesucht hast? Richtig, aber... Dann geh. Es ist schon genug Zeit verstrichen. Geh und such die Antwort im unterirdischen Tempel. Okay, dann geh ich mal.